Was ist mit dem Kristall? Was ist mit den anderen? Wo sind wir hier? In einer anderen Dimension als der euren. Und ich bin das ewige Dunkel. Wer bist du? Ohne jegliche Ausnahme beherrscht die Furcht jenen Teil der Seele, der von Dunkelheit umgeben ist und wird von jedem verspürt, der auf dieser Welt ein Leben erhielt. Das Leben selbst ist eine einzige Grausamkeit. Ihr vernichtet euch gegenseitig und tötet, um zu überleben. Und euer Leben besteht aus Unsicherheit, Kummer und der Angst, irgendwann einmal zu sterben. Euer Leben wird davon beherrscht. In dem Moment der Wahrheit, in dem euch bewusst wird, dass ihr eurem eigenen Tod nicht entkommen könnt, erwacht die Angst in euch. Je größer die Angst vor dem Tod, desto größer der Schmerz, und doch könnt ihr den Tod nicht akzeptieren. So entwickelt sich der Hass und der Neid gegen alles Lebende. Die gewachsene Angst vor dem Tod kann nicht kontrolliert werden. Die einzige Rettung erfolgt in der völligen und vollkommenen Zerstörung. Kuya unterlag seiner eigenen Angst und versuchte, den Ursprung allen Seins, das Kristall, zu zerstören, in dem Irrglauben so sich selbst retten zu können. Hör endlich auf mit dem Schwachsinn. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Das ist doch alles nichts weiter als eine Ausrede. Mit diesem Gewäsch redest du dir doch selbst nur deinen Grund für deine Existenz ein, oder nicht? In diesem Augenblick war alles besiegelt. Alles in diesem Universum existiert nur aus dem Grund. Aus einem Grund, nämlich um wieder zerstört zu werden. Dies war die Antwort, die er gefunden hatte. Ich habe nur auf jemanden gewartet, der diese Antwort findet. Und jetzt, wo sie gefunden wurde, muss diese Welt vernichtet werden. Ey, du sollst meine Frage beantworten. Meine Aufgabe besteht nur in einem. In der Erschaffung des absoluten Nichts. Ohne jegliche Entwicklung, ohne Kristall, eine Welt, in der es keine Geburt gibt. Ist dies alles nicht vorhanden, wird es auch keine Angst mehr geben. Eine Welt, die ihr euch so sehnlich gewünscht habt. Wir haben uns so eine Welt bestimmt nicht gewünscht. Solange die Hoffnung auf Leben besteht, werden wir dein Vorhaben nicht zulassen, auch wenn es nur ein kleiner Lichtpunkt in einem ewig dunklen Raum ist. Der Wille nach Leben trotzt all der Qualen, die ihr erleiden musstet. Erleiden müsst, ist der Ehebeweis eurer törichten und unheilbaren Krankheit, genannt Hoffnung. Aber irgendwann wird diese Hoffnung zur Angst werden und ihr werdet den gleichen zerstörerischen Weg wie Kuya wählen. Unmerklich bewegt ihr euch selbst auf die eigene Zerstörung zu. Wenn die Zerstörung der einzige Grund eurer Geburt ist, was macht es dann für einen Unterschied, nie existiert zu haben? Eure gesamte Existenz ist ein Paradoxon. Es besteht kein Grund, die selbstgefundene Antwort zu verneinen. Alles ist nichts. Dies ist die reine Wahrheit. Verschwindet, werdet zu nichts, widerstrebt dem Licht, denn es ist der Wunsch alles Lebenden. Von wegen, das sehe ich anders. Wir werden dich vernichten und damit genau das Gegenteil beweisen. Und die Erinnerung, die eigene Angst besiegt zu haben, wird weiterleben und von Generation zu Generation überliefert werden. Und deswegen dürfen wir hier nicht aufgeben. Wir dürfen gegen dich nicht verlieren. Und deswegen müssen wir jetzt unsere Kräfte sammeln und gemeinsam stark sein. Und selbst wenn wir dabei draufgehen, ist das noch lange nicht das Ende. Denn auch wir werden in den Erinnerungen der Menschen weiterleben und diese Erinnerungen werden auf alle Ewigkeit mit dem Leben eins sein. Das bedeutet zu leben. So, und willkommen zurück zum allerletzten Part. Zumindest vorerst, denn danach wird es auf jeden Fall nochmal irgendwie was Optionales kommen. Okay. Bleibe ich jetzt bei dem Team, weil die schon alle equipped sind, oder ändere ich jetzt einfach nur, damit die auch mal dran kommen? Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich die auch alle abrüsten kann noch wieder. Weil die haben schließlich die geilen Sachen dabei. Wir werden erstmal so sicherheitshalber weitermachen. Dann bleibt das auch dabei.
Verbock das bloß nicht, sonst sehen wir uns in der Hölle wieder. Margon gibt seine Kraft an Freya. Ich hoffe, meine ritterliche Kraft möge, sie auch noch so unreif sein, wird ihren Beitrag zum Sieg leisten. Und Steiner übergibt die Kraft natürlich an Vivi, an Meister Vivi. Das sind unsere Konstellationen, die auch bei den Schreinen zusammen waren. Quina. Wenn wir alle heil zurückkommen, mache ich uns ein riesengroßes Fest, Malmampf. Oh. Er gibt die Kraft an Aiko. Da ist ein bisschen was verschieden hier. Ah, ist aber auch schön, wenn es so rum ist. Denn Lili gibt uns dann zumindest die Kraft. Sie ist zwar klein und schwach, aber es ist meine letzte Kraft. Und damit gibt Lili uns auch noch die Kraft. Also sie dann. Und wir kommen nochmal zurück ins Menü. Deswegen, hier hätte ich nochmal ausrüsten können, die anderen Leute. Aber das hätte mir nichts genützt, wenn diese Leute hier die Eifersplitter anhaben. Wäre ich ziemlich im Arsch gewesen. Also er hat jetzt den Eifersplitter und Freya, genau. Die hat neutralisiert und er neutralisiert es. Ja, falls euch das gewundert hat, letzte Folge gegen Kuya, der Kampf war nicht das Problem. Also vor dem hatte ich mich nicht so gefürchtet. Mehr von diesem hier. Weil der hier direkt nach Kuya kommt und ich müsste Kuya immer wieder besiegen, um diesen Kampf zu wiederholen. Und ich habe jetzt, ja wie gesagt, ich fühle mich jetzt ziemlich sicher durch die Abilities, die wir jetzt noch angelegt haben. Aber viel mehr kann ich auch nicht tun. Ihr seid voller HP, voller MP, gut ausgerüstet. Hügel der Verzweiflung heißt der Ort. Lasst uns kämpfen gegen das ewige Dunkel. Was immer du auch bist, wir werden dich endgültig vernichten. Haltet euch bereit. Oh yeah. Na, das sieht doch mal nach einem Endboss-Fight aus. Typischerweise. Komplett overpowered, so ein Ding. Necron heißt das Ding auf Englisch übrigens. So, jetzt muss ich gucken. Genau. Ich werde mich jetzt vielleicht hier mal ein bisschen konzentrieren müssen. Wir werden dann einfach Schaden machen wahrscheinlich. Einfach draufhauen. Das Ding muss einfach wegsterben. Dann haben wir's. Weil das Ding kann so ungemütlich werden. Ja, okay. Aiko ist schon weg. Die Musik gleich. Supernova natürlich, der nutzt gleich einen Planet mit 4 Monden. Oder mit mehreren? Nein, gleich 6 Monde. Das kann ich. Okay, ich brauche Regina. Um ein bisschen Heilung zu haben. Ja, vor der Attacke habe ich am meisten Schiss gezeigt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Die sind ganz tot einfach. Die anderen sind aber komplett fit. Ja, sehr gut. Also, das Ding gibt so viele Zustandsveränderungen. Aber wir haben uns gegen fast alles geschützt anscheinend. Das ist doch ganz gut ausgegangen, das muss ich sagen. Nee, du kannst... Herzengel, zieh dann einen letzten. Ja, Vivi, du heil, sammelst dich nochmal ein paar Mal, damit wir Flair oder Todesruinal ein bisschen stärker machen können. Neutronensynapse. Was ist das jetzt für Scheiß? Das weiß ich nicht mehr. Oh shit, Aiko ist wieder weg. Oh oh. Ich
Okay, wir brauchen gleich ein paar Elixiere, glaube ich. Vivi, du setzt Todestribunal ein. So machen wir das jetzt, damit wir wenigstens Vivi und Freya heilen können. Oh, blauer Schock. Okay, wieder einer tot. Oh, Ico, Freya nur auf 1. Okay, das ist in Ordnung. Erzengel auf sie da. Hoffentlich ist Wind wieder drauf. Ich bin jetzt gerade nur am Heilen. Aber egal, Todestribunal habe ich mir zur Sicherung rein mitgenommen, damit wir diesen Kampf irgendwie überstehen können. Man will ja nicht auf alles verzichten, ne? Ich glaube, Vivi hat noch irgendwas anders neutralisiert und deswegen, also dieser Egoistenreif, und deswegen greift das andere Ding nicht. Das ist bitter. Weil der Egoistenreif erstmal neutralisiert vom Element. Den hätten wir nicht ablegen müssen. Weiß ich zumindest, falls wir das nochmal verkacken sollten. So, jetzt greif mal an. Eiko ist wieder weg, oder? Ja. Ich muss Eiko leider auch mal heilen. Werden wir jetzt auch mal machen. Jetzt schützt er sich natürlich gegen Zauber. Also er kann beides. Protes, Shell. Das ist ein bisschen belastend. Blauer Schock. Okay, das bringt wieder auf 1 auf 1 HP runter. So, jetzt kommt die Phönixfeder hoffentlich. Und dann geben wir direkt ein Elixier auf Eiko. Weil Eiko muss leben. Very important. Kannst du heilen. Der Regina ist gerade ganz gut. Sidon ist schon wieder auf 1500 hoch. Das wäre übrigens der Zustand, den wir immer hätten bei immer Regina. Ich setze den ja jetzt nur über fast mit Fafnis Wind ein für ein paar Runden. Das ist schon wieder diese Kacke. Müssen wir ganz kurz abwarten, was wir machen müssen. Was jetzt kommt. Schon wieder, wenn irgendwelche Leute tot sind oder so. Ja, Baby ist tot. Sidon ist low wieder. Der hat es aber gerade noch irgendwie überlebt, aber er hat Neurose. Und, oh, Eiko ist versteinert. Als ob der wirklich versteinern kann. Ich habe nur gedacht, ah nee, versteinern wieder wohl nicht können. Gesagt, dass ich Schiss bei dem Kampf habe. Jetzt verkacken. So viel dazu. Okay, du wirst eine Goldnadel auf Eiko werfen. Denn du wirst überleben. Okay, Freya ist in Trance. Eiko ist auch bald in Trance. Die Trance könnte uns tatsächlich helfen von Eiko. Von Freya ja nicht so. Außer, dass, Freya sich in Schutz begeben kann, aber dann ist er auch komplett weg für uns. Na, da bin ich noch nicht so ganz sicher. Wir werden erstmal Phönix einsetzen. Blauer Schock. Phönix bitte. Und ein Elixier auf Freya. Ah ja, ich komme richtig gut zum Schaden machen. Es gibt Zeit, wo aufpassen muss, dass wir nicht sterben. Aber egal, das sollte jetzt schon mal richtig gut helfen, wenn die beiden schon mal gut mit HP wieder am Start sind. Und wenn jetzt Freya noch das Elixier durchkriegt, dann ist perfekt. Ja, sehr gut. Okay, jetzt können wir wieder ein bisschen Damage machen. Okay, der ist jetzt wieder auf 1 runter. Sidon, wir setzen mal Vigra auf alle ein. Ah, Dracotech, Dracogramm. Jetzt kommen wir mal ein bisschen Damage. Wir besiegen ihn ja jetzt. Also jetzt noch nicht, aber in den nächsten 2 Runden oder sowas, wenn wir gut Schaden machen können. Ja, wir machen auch nicht viel Schaden, leider. Das ist halt nicht immer 10.000. Aber egal. So, alle sind wieder fresh dabei. Aber ja, dieses Supernova könnte so viel extremer sein, wenn ich mich nicht gegen alles geschützt hätte.
Wir hatten wirklich alles. Blind, stumm, Gift und konfus und alles. Also kompletter rigged. Ja, komplett rigged sind wir dann. So, blauer Schock schon wieder. Ja, das juckt mich aber als Vivi jetzt weniger. Darum darf sich einmal Maiko kümmern. Die Trance juckt mich jetzt auch nicht. Oh, Blitzka. Was anderes. Aiko ist jetzt wahrscheinlich Trance. Yep. Aber egal, ein Teil der Trance werden wir jetzt einfach opfern für... Oh, wie braucht sie dann, dass nichts mehr bringen wird? Mist. Okay, Brot ist wieder. Gut, dass wir jetzt mit Flair kommen, also mit magischen Angriff. Ja, der geht daneben. Aber so ist das leider. Vivi, du willst einfach weiter Schaden machen. Oder auch nicht. Wir müssen abwarten, was jetzt kommt. Eieieiei. Supernova ist extrem. Die übertriebene Darstellung einfach. Ich habe keine Ahnung, was da geht. Was ist das überhaupt für eine Supernova? Das ist nur Planeten. Ich sehe da nicht einen Stern. Hä? Warte mal, was ist passiert? Oh, Glut. Okay, Aiko, du darfst gar nichts machen. Bei den anderen... Wir haben Freya mit Tobsucht dabei. Ich brauche mal Elixier auf Aiko. Ist Aiko noch im Glutzustand? Ich glaube nicht, oder? Sie ist jetzt nicht mehr so rot. Das würde mir gefallen. Hä? Haben wir es geschafft? Ich hab's geschafft, glaube ich. Oh mein Gott, endlich. Ja, okay, Sidon ist weg, aber egal. Könnt ihr eure eigenen Antworten nicht ertragen? Macht euch der Lebenswillen so stark. Werde zurückkehren. Solange der Tod auf dieser Welt existiert. Lilly, bist du in Ordnung? Ja, aber sieh nur, Sidon. Wie Kuya es vorausgesagt hatte, der Baum Ifas ist völlig außer Kontrolle geraten. Was wird jetzt bloß passieren? Hier wird's gefährlich, nur was sollen wir... Solch eine Explosion werden sie wohl nicht. Aber das kann doch nicht sein. Herr Hauptmann! Wartet. Es sind alle am Leben. Könnt ihr mir sagen, wo sie sich befinden? Dort drüben. Die Hildegard ist am nächsten. Du, mit den breiten Schultern. Hagen? Jawohl, Hagen zur Stelle. Sofort einen Kanal zu Hildegard öffnen. Verstanden. Unwahrscheinlich, dass jemand überlebt hat.
Großherzog Sid, wir werden von der Roten Rose gerufen. Sofort den Hauptkanal öffnen. Hier, Rote Rose, sind alle am Leben. Wer spricht dort? Mein Name ist Mikoto. Es haben alle überlebt und befinden sich direkt unter deinem Schiff. Wie kannst du so genau ihren Ort bestimmen? Er hat es mir gezeigt. Er? Wer ist er? Egal, wir müssen auf jeden Fall zu unverzüglich landen. Und da ist die Hildegard. Die Brücke. Die Hildegard 3. Das wird doch nicht etwa der alte Sid sein. Hey, Großherzog. Dann seid ihr also wirklich alle am Leben. Dann aber eingestiegen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis hier alles in die Luft fliegt. Sieh dann, lebe. Du also willst wohl bis zuletzt den Helden spielen. Vom Reden redest du, Sidan. Geh schon mal mit allen vor. Oh, ich glaube, ich habe die Stimme falsch synchronisiert. Ich glaube, das war die Stimme von Kuya. Es gibt noch etwas, was ich erledigen muss. Was? Er hat es wohl auch überlebt. Aber das kann doch nicht sein. Sidan, was ist? Steiner, pass ja gut auf Lilly auf. Was? Was soll das heißen? Kuya ist noch am Leben. Ich kann ihn nicht einfach in seinem Schicksal überlassen. Etwa, weil ihr beide dieselbe Herkunft habt? Nein, das ist es nicht. Lasst ihn doch einfach da, wo er ist. Wenn wir uns nicht beeilen, fliegen wir noch mit in die Luft. Ja, ich weiß. Er hat versucht, uns in den Tod zu reißen. Und er hat versucht, unsere Welt in den Trümmerhaufen zu verwandeln. Unsere ganze Welt. Und das Universum. Aber wäre ich an Kuyas Stelle gewesen, wer weiß, vielleicht hätte ich ebenso gehandelt. Und außerdem kann ich ihn nicht einfach sterben lassen. Irgendwann muss jeder mal sterben, aber es besteht doch kein Grund, von sich aus den Tod zu wählen. Vielleicht ist es tatsächlich so, wie du sagst, Mampf. Aber du begibst dich schon wieder selbst in Gefahr, Mampf. Trotzdem werde ich gehen. Dennoch. Jeder muss im Leben ab und an eine wichtige Entscheidung treffen. Und ich glaube, ich habe mich entschieden. Zum Beispiel hat Vivi sich für das Leben entschieden, als er die Wahrheit über seine Herkunft erfuhr. Und es war für Vivi bestimmt keine leichte Entscheidung. Ja, das stimmt schon, Sidan, aber allzu viel habe ich mir dabei eigentlich nicht nachgedacht. Du als Betroffener hast es vielleicht gar nicht so realisiert, aber alle haben von dir gelernt. Zumindest mir hast du beigebracht, wie wichtig es ist, sein Leben nicht einfach wegzuschmeißen. Gut, aber ich kann dich als Drachenritterin nicht alleine gehen lassen, mein Bester. Die Schwachen zu retten und zu beschützen, das ist der rechte Weg eines Ritters, Sidan. Nein, nein, ich glaube, ihr habt da was falsch verstanden. Für mich ist es an der Zeit, eine wichtige Entscheidung zu treffen, aber das muss nicht heißen, dass ihr alle die gleiche Entscheidung treffen müsst. Ihr beide habt doch sicherlich noch genug Arbeit in Bometia oder in Alexandria zu erledigen, oder nicht? Das mag stimmen, aber... Und wie ihr mittlerweile wisst, bin ich nicht so leicht von meinen Vorhaben abzubringen, wenn... Wenn einmal den Entschluss gefasst habt, richtig? Hä? Dir ist wohl echt nicht mehr zu helfen. Lassen wir ihn seines Weges gehen. Der ist eh nicht mehr zu überzeugen. Was dauert es denn da so lange? Kommt schon an Bord. Das lasse ich mir kein drittes Mal sagen. Mahagon hat recht, geht schon. Los, ihr habt keine Zeit zu verlieren. Und dass ihr mir hier ja lebend wieder rauskommt. Sidan, wenn du hier stirbst, wird Aiko dir das nie verzeihen, hörst du? Es gibt noch so vieles, was du mir an Essen zeigen musst, Mampf.
Ich muss alles probiert haben, Mampf. Also, Sidan, wir sehen uns bei den Fröschen wieder, Mampf. Ich dachte, mittlerweile würde ich dich kennen, mein Bester, aber deine Treue gegenüber deinem Herzen scheint noch größer, als ich erwartet hatte. Auf dein bald... Aber auf ein... Auf... Ach, mein Gott. Auf ein baldiges Wiedersehen. Sidan, zu leben ist gar nicht so einfach, nicht wahr? Du hast mich schon wieder etwas Wichtiges gelehrt. Sidan. Prinzessin, es ist Zeit. Ich weiß. Lily, nein, Königin Garnet. Mein Versprechen, euch zu entführen, habe ich gehalten, so gut es ging. Aber alles geht einmal zu Ende. Bitte verzeiht mir meine Eigensinnigkeit. Nein, ihr müsst euch nicht entschuldigen und ich besitze nicht das Recht, euch euer Vorhaben zu verbieten. Ich bin diejenige, die euch zu großem Dank verpflichtet ist. Wärt ihr nicht so freundlich gewesen und hättet mich entführt, wäre ich wohl für immer das kleine und naive Mädchen geblieben, das ich früher war. Aber die Begegnung mit euch, unsere lange Reise in verschiedenen Welten, die vielen verschiedenen Menschen, die wir trafen, das alles hat mich so vieles gelehrt. Unsere Reise war auch von Strapazen gekennzeichnet und ich verlor aus den Augen, was mir wirklich wichtig war. Aber ihr habt mir immer wieder gezeigt, was wirklich wichtig ist. Nichts kann mich meine Erinnerung an diese Reise vergessen lassen. Sie wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Wirklich, vielen, vielen Dank. Aber... Ich bitte dich von Herzen, komm bitte wieder zurück. Uja, kannst du mich hören? Halt aus, ich werde gleich bei dir sein. Noch ist es für dich nicht zu spät, verfolge das Schiff und lass mich in Frieden sterben. Erzähl das der Wand und rühr dich bloß nicht vom Fleck. Haha, ich glaube, ich werde dich nie begreifen können. Also gut, Sidan, dann wollen wir mal ans Eingemachte. Okay, what the fuck? Habe ich es geschafft? Naja, mehr oder weniger, würde ich sagen. Komisch, im verwunschenen Wald habe ich doch die Rolle fein hinbekommen. Schon ein bisschen her, ein bisschen eingerostet, wa? Aber sehr weirde Sequenz, ich weiß. Hey, weilst du noch unter uns? Sidan.
Habe ich dir nicht gesagt, du sollst fliehen? Weshalb bist du gekommen? Brauchst du es wirklich einen Grund, jemandem zu helfen? Deinen Freunden ist die Flucht wohl gelungen. Ja, das warst also doch du. Haha, gut. Jetzt wird's aber langsamer Zeit, dass wir das Weite suchen. Ich habe versucht, euch mit in den Tod zu reißen. Ich habe doch gar kein Recht zu leben. Ich habe alles verloren. Ich bin eine überflüssige Existenz auf dieser Welt. Niemand ist hier überflüssig. Außerdem hast du uns auch geholfen zu fliehen. Nachdem mir bewusst wurde, dass ich nichts mehr zu verlieren hatte, hatte ich irgendwie das Gefühl, zum ersten Mal wirklich verstanden zu haben, was es bedeutet zu leben. Aber es ist wohl ein wenig zu spät dafür. Hä? Kuya, Zeit zum Pennen hast du später. Er atmet aber noch. Kuya, was du getan hast, war falsch. Aber eine Sache haben wir von dir gelernt, die uns Hoffnung gibt. Nämlich, dass selbst wenn der Zweck, für den man erschaffen wurde, sich als fehlerhaft erweist, es einem trotzdem noch gelingen kann, hinauszuwachsen über diesen bloßen Zweck seiner Erschaffung und als etwas Neues zu leben. Wir wollen die Erinnerung nicht verblassen lassen, aber ist dieser Wunsch etwa unnatürlich? Wir wollen glauben. Dass wir auf dieser Welt das Geschenk des Lebens in Empfang nehmen durften, daran ist nichts Falsches. Und so verging die Zeit. Ja, unser Vivi. Das hier ist also Alexandria? Hey, was stehst du hier so im Weg rum? Oh, du bist's ja, Vivi. Vivi? Hör auf, diesen Namen so abfällig zu benutzen. Was redest du da bloß? Ich bin's Puck. Hast du mich etwas vergessen? Puck? Der Puck? Der Prinz von Bomezia. Sag mal, willst du mich veräppeln? Wenn du nicht Vivi bist, wer dann? Ich bin... der Sohn von Vivi. Oh Gott. Wow. Ja, ganz genau so. Ich werde auch reagieren, ich weiß nicht genau. Eine Klonarmee von Vivis. Jeden Tag erzählte ich ihnen von Zidane, wie wichtig er und seine Freundschaft für uns alle war und dass er uns lehrte, das Leben zu schätzen, zu leben. Also noch Freya und Fredley. Es wird langsam Zeit, Freya. Ja, ich freue mich schon darauf, alle zu treffen. Noch eine kleine Verschnaufspause vor der Reise. Es wird dauern, bis hier wieder Leben einkehrt. Ja, aber ich bin bei dir, auch in 1000 Jahren. Na, oh, ich auch, Freya. Fredley, ich bin so glücklich, dich wieder zu haben. Lass uns unsere Liebe von neuem erleben. Zu leben, das heißt nicht, für immer zu leben oder unsterblich zu sein. Das ist es doch, was du uns gelehrt hast, oder?
Sich gegenseitig zu helfen und beizustehen, das ist der wahre Sinn des Lebens. Und Beatrix, auch von diesem Raum muss ich Abschied nehmen. Wie von meiner Erinnerung und der Infantinwache. Meine Aufgabe ist erfüllt. Lebe wohl, Alexandria. Doch ein Abschied ist nicht unbedingt ein Grund zur Trauer, nicht wahr? Die Erinnerung und die Freundschaft währt ewig. Das ist es, was ich von dir gelernt habe. Hallo. Sag mal, was willst du eigentlich in Alexandria? Kommst du etwa nicht mit? Wer redet denn von so etwas? Warte! Wofür wurde ich eigentlich geboren? Und was wollte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Danke, dass du mich dazu gebracht hast, darüber nachzudenken. Leckere Zutaten allein sind es nicht, Mampf. Die Zubereitung macht den Schmaus, Mampf. Quina wieder am alten Platz. Und für Freude kocht man mit mehr Herz, Mampf. Nur zu tun, was man tun möchte, seinen eigenen Weg zu folgen, das ist in Wirklichkeit gar nicht so einfach. Aber alle haben meiner Meinung nach wahre Größe bewiesen. Schnell, mach doch schneller. Sonst geht das Theaterstück noch ohne uns los. Haha, wir kommen schon noch rechtzeitig. Das Theaterschiff holen wir auch bei Gegenwind ein, mit meiner gerade vollendeten Neo-Hildegard. So ein Quatsch. Das Theaterschiff ist doch auch neu, Onkel. Vater. Eiko, wie hast du mich gerade genannt? Sie sieht in uns also endlich ihre Eltern. Vater, Mutter, beeil dich doch endlich. Sag das bitte nochmal. Das Einzige, was du mich nicht gelehrt hast, ist, was ich tun soll, wenn ich die Schwere der Einsamkeit spüre. Aber vielleicht muss ich die Antwort auf diese Frage ganz für mich alleine herausfinden. Warte, Beatrix. Wohin willst du? Bitte stell mir keine Fragen. Das hatte ich auch nicht vor. Aber es ist nur, dass ich dich kein zweites Mal verlieren will. Steiner. Lass uns Seite an Seite der Königin dienen, Beatrix. Ich schätze mich glücklich, solche Freunde gehabt zu haben. Ich wünschte, unser Abenteuer würde weitergehen. Aber die Zeit des Abschieds, sie kommt immer irgendwann einmal. Und die Tantalus-Gruppe wieder. Nur noch wenige Minuten bis zur Landung. Alexandria, verdammt lang her. Auf das ist eine feine Vorstellung, wird zu fix. Ob die Vorstellung. Auf die Vorstellung, Zwix. Ich danke euch, euch allen. Lebt wohl. Meine Erinnerungen werden am Firmament weiterleben. Lili hat wieder lange Haare bekommen. Es ist also wirklich schon Zeit vergangen. Das Theaterschiff ist endlich eingetroffen. Ich freue mich so sehr. Endlich wieder alle sehen zu können. Aber die Zeit kann man nicht einfach zurückdrehen. Die Tage von damals kommen nicht mehr wieder. Es hat keinen Sinn, noch mehr Tränen zu vergießen. Ich muss die Tränen in Lachen umwandeln.
geschätztes versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen, entführt uns ins bereits längst vergangene Tage, als Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem Liebsten Markus verwehrt wird. Beschließt sie, das Schloss zu verlassen, doch ihr Vater, König Lea, bringt sie wieder zurück. Und so schmieden Markus und Cornelia den Plan, aus dem Königreich zu fliehen. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch wie immer einen Hinweis an alle Versammelten. Unser Stück wird sie berühren. Bitte halten Sie also alle Ihre Taschentücher bereit. Markus? Ich habe dich so vermisst. Ohne dich ist mein Leben sinnlos. Prinzessin, aber ich bin nur ein einfacher Mann, von niedrigem Geblüt. Bitte nenn mich von nun ab nie wieder Prinzessin. Oh Markus, kannst du denn jemanden wie mich, eine Prinzessin, wirklich lieben? Bitte sag, dass du es kannst, Markus. Ist es die Prinzessin, die du willst, so kann ich dir nur eine Fassade, eine Puppe anbieten. Aber lacht eine Puppe und weint eine Puppe? Ich habe gelacht, ich habe auch geweint, doch mehr verlange ich vom Leben nicht. Ich möchte keine Fassade vor mir hertragen müssen. Ich möchte keine Puppe sein. Endlich habe ich Gewissheit über deine Gefühle, deine Wünsche. Bist du denn bereit, die Robe deines blauen Blutes abzulegen und dich in meinen Umhang der Liebe zu hüllen? Lass mich deine Taube sein, die in deinem Käfig ruhen und Frieden findet. Lass uns gleich das erste Schiff morgen früh nehmen. Ja, wo es auch immer hinfahren mag, Hauptsache, wir sind vereint. Ja, ob Regen oder Sturm, wir halten zusammen. Warum darf aus dieser Welt eine Liebe wie die unsere nicht blühen? Warum soll es uns verwehrt sein, sein Liebesglück zu finden? Wenn es wirklich so kommt, dann bedeutet das erneut Krieg. Tut mir leid, mein Schultäubchen, aber ich kann euer Glück leider nicht zulassen. Tag auch, bist du Cornelia? Ja, die bin ich. Kennst du einen Kerl namens Markus? Was ist mit Markus? Ach, eigentlich nichts. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter Cornelia? Blank, weißt du, wo Cornelia ist? Kein Grund zur Sorge, Majestät. Ich sorge dafür, dass Cornelia und Prinz Schneider getraut werden. Hast du ihr etwa zur Flucht verholfen, Blank? Was? Wenn, dann habe ich ja wohl Markus hintergangen. Und du hast ihn hintergangen? Ihn, deinen Freund? Und da erwartest du von mir, dass ich dir vertraue? Warte, aber ich habe... nur so gehandelt, um zwischen zwei Ländern den Frieden zu wahren. Der Verräter ist tot. Diese Strafe geschieht ihm recht. Ihr beide findet mir sofort raus, wo Cornelia ist. Wir kümmern uns darum. Wird erledigt. Cornelia, wie kannst du das deinem Vater nur antun? Die vereinbarte Stunde ist schon längst vorüber. Aber Frau Cornelia fehlt jede Spur. Jedenfalls sollten wir bald aufbrechen. Aber steigst du nur auf dieses Schiff, bringt das unseren beiden Ländern wirklich den Frieden, so wie Blank es sagt. Was willst du tun, Markus? Sie sagt, ihr Leben hätte ohne mich keinen Sinn. Die Sonne ist aufgegangen, aber auf uns hat sie ihre Strahlen nicht herabgesenkt. Ist es denn verwehrt, wie Tauben die Flügel auszubreiten und unbekümmert loszufliegen? Ich kann es wirklich nicht länger warten. Hier ist die Segel. Wurde ich hintergangen? Nein, Cornelia würde niemals. Ich vertraue dir. Denn unsere Liebe währt für immer. Und habe ich nicht den Segen der Sonne, so wende ich mich an die zwei Monde. Monde, vernehmt und erhöret meinen Flehen, lasst mich bei ihr sein. Bei meiner geliebten Lilly.
konntest du überleben? Weil du in meinem Herzen warst, du gabst mir die Kraft. Die Kraft, wieder heimzufinden. Und es war dein Lied, das mich zu dir zurückfinden ließ. Ja, und damit melde ich mich nochmal zu Wort. Jetzt laufen die Credits durch und damit haben wir Final Fantasy 9 durchgespielt. Ich bin schon wieder mega gerührt von dem Ende. Auch wenn es natürlich sehr kitschig und romantisch ist, dass sie dann wieder zurückgefunden hat, so hat es doch ein bitteres Ende. Denn ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber die Stimme aus dem Off, die die ganze Zeit geredet hat, ich habe sie jetzt nochmal normal gesprochen. Aber es war Vivi. Vivi hat sein Ende gefunden, hat sich aber nochmal bedankt an Zidane, was er ihm alles gezeigt hat und gelehrt hat. Und er hat wohl das Leben am meisten verstanden, nämlich das Leben so zu verbringen mit seinen Freunden und nach einem Sinn des Lebens zu suchen und vielleicht eine Aufgabe oder so etwas. Aber auch, wie wir schon im Spiel erfahren haben, musste Vivi halt leider zum Ende hin leider sterben oder stehen bleiben, wie er es sagen würde. Tims, in dem Hintergrund sehen wir jetzt nochmal die ganzen Szenen, das ganze Abenteuer, wie es begonnen hat, actionreich, mit sehr vielen Sequenzen, ein wirklich fantastisches Spiel und auch ein fantastischer Anfang, wie ich finde. Also ich habe halt, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ich habe in diesem Spiel wirklich das Gefühl, das ist eine Ewigkeit vergangen. Und das Gefühl habe ich tatsächlich in keinem anderen Final Fantasy. Ich glaube FF10 würde da noch ein bisschen drankommen, aber vielleicht auch FF6 noch. Aber keins kommt so nah ran wie FF9, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin jetzt wirklich eine Ewigkeit mit meinen Leuten unterwegs gewesen, aber die Welt bereist. Und deswegen finde ich, FF9 kommt auch einem RPG am nächsten. Oder diesem klassischen JRPG am nächsten. Denn es fängt erstmal sehr, sehr kleinlich an mit entführt die Prinzessin, beziehungsweise rettet die Prinzessin, eskortiert sie oder sowas in der Richtung, gleich alles auf einmal, bis nach Lindblum. Und erst da öffnet sich die wirkliche Geschichte, dann mit dem Krieg und den Bestia, wie diese Schicksale alle aufeinandertreffen. Und dann eröffnet sich auch noch eine ganz andere Welt, sobald man dann wirklich zum äußeren Kontinent reist. Und dann spitzt sich das langsam alles zu. Der Open World Aspekt, der dem Spiel mitbringt, dem Chocobo Minigame, dass es da noch mitkommt, die ganzen optionalen Sachen. Es dürften für mich noch ein paar mehr optionale Bosse geben. Einer fehlt uns ja noch, den werde ich in der nächsten Folge dann angehen. Denn das hat alles noch nicht wirklich jetzt ein Ende gefunden, das ganze Projekt. Zwei Videos zumindest werden noch folgen, das ist zumindest jetzt mein Plan gerade. Ich spiele ja hier gerade die PC-Version und ich muss sagen,
die gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Nur mit der Moguri-Mod ist sie einigermaßen spielbar. Aber selbst die hat nicht alles fixen können. Denn wie vielleicht aufgefallen ist, habe ich jetzt Ränder an den Seiten, denn das Ende konnte ich nicht komplett oft mit der Moguri-Mod zocken. Nachdem Lily und die anderen sich verabschiedet haben beim Eve-Pass, ist das Spiel abgestürzt. Und das hat mir doch übel ausgeschlagen und ich musste den Moguri-Mod dann deinstallieren, um das Spiel dann so nochmal zu beenden. Also, es war nicht komplett spielbar mit der Moguri-Mod. Ich habe danach gesucht, ich habe einen Fix gesucht, habe leider nichts dazu gefunden. Also ich habe Leute gefunden, die auch das Problem hatten, aber keine Lösung. Und dann habe ich das dementsprechend so beendet. Ein bisschen schade, aber egal, kann sich trotzdem noch sehen lassen. Am Ende war es jetzt nicht mehr so schlimm. Aber dennoch bin ich froh, das nochmal auf PC spielen zu können oder spielen konnten zu haben. Das Ende. Der Song ist einfach unglaublich. Da ich auch mal ganz froh war, das so mal schön zu spielen. Denn durch die PC-Mod und die Moguri-Mod zusammen war es mir zumindest möglich, dieses Spiel nochmal in einer qualitativ hochwertigeren Version zu spielen und nicht in einem Pixelbrei, wie es damals war. Es sah so für mich so aus, wie ich als Kind gespielt habe. Also demnach sehr, sehr gut. Aber durch die doch einigen Bugs, die durch Moguri-Mods zumindest teilweise fixen konnte, ist trotzdem die PC-Version nicht wirklich gut gewesen. Also da hätten die ruhig nochmal ein bisschen mehr Arbeit reinstecken können. Und zumindest mal ein paar Mal Probe testen können. Aber gut. Ja, Vivis Söhne sieht man da. Mahagon noch das erste Mal auch in der Sequenz, auch Beatrix das erste Mal in der Sequenz. Am Ende noch einmal. Und sie dann hat nach so einer langen Zeit jetzt endlich zurückgefunden und das sind die beiden Monde. Und der Kristall des Lebens und das Zeichen auch von Final Fantasy IX, so wie ich das schon sagte, entsteht dort einmal. Ende. Ja. Ende gut, alles gut. Errungenschaft erhalten. Sehr schön. Final Fantasy IX ist und bleibt halt mein Lieblingsteil der ganzen Reihe. Und das hat halt viele, viele Gründe. Ein paar habe ich jetzt gerade schon aufgezählt. Aber vor allem dieses, ich glaube, es ist auch das ganze Flair dieses Spiels, was es mit sich bringt. Die Einfachheit vielleicht auch, auch wenn ich immer mal davon geredet habe, dass ich es doch gerne ein bisschen schwieriger hätte, da ich es mir jetzt auch am Ende noch ein bisschen schwieriger machen musste, weil ich einfach das Spiel zu gut kenne vielleicht auch und zu gut kann und zu viel dann auch mir besorgt habe. Ich habe mir wirklich alle Sachen besorgt, die man haben kann. Jede beste Waffe hat meine Leute an, jede beste Ausrüstung und so weiter. Das Spiel geht ja nicht eigentlich darum, dass ein Spieler durchspielt und wirklich alles sammelt. Aber solche Spieler gibt es nun mal und dazu gehöre ich halt auch. Ich gucke mir alles ganz genau an, insofern mir das Spiel gut gefällt. Es gibt natürlich auch Spiele, die mir nicht so gut gefallen und die ich einfach nur durchziehen möchte. Dann gucke ich mir auch nicht mehr die optionalen Sachen an. Aber bei dem Spiel ist es halt so, dass ich dann mich drin verliebe und dann wirklich alles machen möchte und dann werde ich schnell mal overpowered. Daher sind Schwierigkeitsgrade doch ganz, ganz nett. Witcher 3 ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Das Spiel sollte man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, denn man wird auf jeden Fall alles erledigen möchten. Man will es auf jeden Fall dort alles machen und so finde ich es in Final Fantasy genauso, dass ich hier mich auch immer daran verliere, alles mitzunehmen und auch mal ein Level mehr zu bekommen, indem ich alle Gegner finde oder auch mal meine Charaktere level. Aber das gehört zum RPG ja dazu.
dass man es sich einfach machen kann, indem man halt fleißig ist. Und ich glaube, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und dieses Spiel ist halt ab 6 Jahre freigegeben. Auch wenn es sehr, sehr deep ist von der Botschaft her und das ein 6-Jähriger niemals verstehen würde. Selbst ich als 9-Jähriger oder als 13-, 14-Jähriger habe das nicht verstanden, was dieses Spiel manchmal als Botschaft noch mit sich bringt. Das Leben wertzuschätzen, das Leben generell wertzuschätzen und auch die Völker und Rassen alle wertzuschätzen und nicht alles oberflächlich zu betrachten. Diese Botschaft hat, glaube ich, Kuya noch ganz gern mit sich genommen, als er dann merkte, er ist denen gar nicht so unähnlich, die er die ganze Zeit nur benutzte, nämlich den Genomen bzw. den Schwarzmagiern, denen wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Dass er dann gemerkt hat, ich bin eigentlich genauso wie die. Und ich glaube, Kuya, wenn er überlebt hat, zumindest eine Zeit lang, ich wette, zum Ende des Spiels ist er auf jeden Fall gestorben, so wie Vivi halt auch. Dann hat er zumindest diese Zeit noch sehr, sehr gut verbracht. Und das ist, glaube ich, auch so meine Vorstellung gerade von dem Ende, was ich davon habe. Es scheint ja eine Zeit vergangen zu sein. Ich gehe von mindestens einem halben Jahr aus. Ich gehe aber mehr so von 1 bis 2 Jahren aus, könnte ich mir eher vorstellen. Da Garland ja mal gesagt hätte, sie dann, Kuya lebt nur so lange, bis du zur Reife angewachsen bist, herangewachsen bist, so in der Richtung. Zidane war zu dem Zeitpunkt des Spiels 16 Jahre, also ich gehe davon aus, dass er gewartet hat, bis Zidane 18 wurde. Also kann ich mir von daher vorstellen, dass Kuya noch 1-2 Jahre zu leben hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Zidane, der nochmal zu Kuya gegangen ist und sich zu ihm gesellt hat, auch wenn die Animation dahin damals mich schon sehr verwirrt hatte, diesen Comic Relief da drin verstehe ich nicht zum Ende hin, aber es ist ein kleiner Kritikpunkt wieder an dem Spiel, was sonst großartig ist, daher bekommt es von mir trotzdem noch keine Minusnote oder sowas. Dafür reicht diese eine Sequenz da nicht aus. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war, aber ich halte es für eine Fehlentscheidung, halt diese Sequenz am Ende zu haben. Dass er Kuya nochmal aufsucht, finde ich extrem nice. Ich hatte mir nur mehr gewünscht, dass ich selbst nochmal mich vielleicht ins tiefe Baum Ifas vorkämpfen muss, ihn vielleicht sogar steuern muss und nochmal einen Dungeon habe. Nur mit Zidane alleine. Gekoppelt an cooler Musik oder sowas. Ich habe so eine Vorstellung halt, die besser funktioniert hätte. Aber vielleicht hat er sich der Typ da ja was beigedacht, der das gemacht hatte. Naja. Also wenn man die Szene mal auskapselt von der Szene, wo Lilly sich verabschiedet, beziehungsweise auf der Hildegard 3 steht und Tränen weint, als sie Zidane das letzte Mal sieht. Zumindest vorerst. Zumindest für eine lange Zeit. Und auch Vivi sich verabschiedet von Zidane und das wohl zum allerletzten Mal. Wer weiß, ob Vivi oder so ihm noch begegnet ist. Irgendwie kann ich mir das auch wohl vorstellen. Ist Zidane jetzt nochmal zu Kuya gegangen und Kuya scheint Einsicht gefunden zu haben. Und dann kommen nochmal die ganzen Ranken an. Und man könnte glauben, okay, die werden es nicht überlebt haben. Aber die beiden sind halt dementsprechend nicht normale Leute. Das darf man vielleicht nicht vergessen. Also ich hätte es auch anders designt an der Stelle, aber ich glaube, dass Kuya und Zidane beide überlebt haben. Also Zidane wissen wir, aber auch, dass Kuya überlebt hat an der Stelle. Denn Zidane hat sich ja auch schützend vor ihn gebeugt. Und auch wenn Kuya dort, ja, vielleicht gestorben ist, er hatte noch geatmet in der letzten Sequenz. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber er hatte noch sich bewegt und hat noch geatmet. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz subtiler Hinweis darauf, dass vielleicht Zidane und Kuya noch überlebt haben und vielleicht noch ihr Daseins gefristet haben. Also irgendwo noch überlebt haben. Wenn es auch eine einsame Höhle ist, wenn es mal ein Sari war, wenn es sogar Baum Ifas war, irgendwo vielleicht noch gelebt haben und sie dann bei ihm geblieben ist und ihn nicht allein lassen wollte, bis Kuya dann letztendlich gestorben ist. Und irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht sogar Kuya und sie dann sogar sich zu Vivi gesellt haben. Da Vivi ja Söhne hat, was ich auch wieder ein bisschen weird finde, denn die tragen alle dieselben Klamotten, also okay.
Er ist eher so ein Copy-Paste, aber ich frage mich eher, wie Vivi Söhne machen konnte und warum er Söhne machen möchte. Hat er ihnen längeres Leben schenken können? Die sind auch alle so klein und da, glaube ich, muss man nicht zu viel reininterpretieren. Aber wenn man möchte, dann vielleicht, dass Kuya ihm geholfen hat, eine Version zu erschaffen aus dem Nebel, die länger leben konnte, die ein langes Leben haben konnte oder zumindest das kurze so zu genießen vermag, wie es Vivi tat. Ja, auch Margaragon hat daraus gelernt aus den Taten. Freya hat Fredley wiederbekommen. Also ein Happy End ganz durch und durch, bis halt das dementsprechend das Schicksal von Vivi. Also, dass Freya Fredley wahrscheinlich wieder aufgesucht hat. Fredley dementsprechend ja keine Erinnerung mehr an Freya hatte, aber es dem Ganzen noch eine Chance gegeben hat und vielleicht die Amnesie besiegt hat, wer weiß. Aiko, die endlich Eltern gefunden hat in Sid und Hilda. Sehr, sehr schön. Also sie die ganze Zeit alleine war. Ich weiß nicht, ob ich bin da nie drauf eingegangen, aber ihre Sprechweise, sie hat ja immer aus der dritten Person gesprochen. Sie hat ja immer selber gesagt, Aiko will das und das und so weiter. Ich glaube, das ist eine Art von Einsamkeitsding hier. Ich kann es nicht aussprechen so richtig. Oder formulieren. Also Leute, die sehr, sehr einsam sind, sprechen dann irgendwann so. Also so interpretiere ich das zumindest. Aber dass sie zumindest jetzt eine Familie gefunden hat, nach all der Zeit, nachdem ihr Großvater gestorben ist. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange sie jetzt alleine war. Ob das nur ein Jahr war? Aber sie hatte zumindest noch die Mokris. Aber jetzt eine Familie zu haben und Sid und Hilda können, glaube ich, ganz gut ein Kind vertragen. Von daher bin ich da schon ganz froh. Sid kam damit nicht so ganz klar. Hilda hatte sich richtig gefreut. Sie hat das sogar erwartet. Also sehr schön. Steiner, der auch mit Beatrix zusammengekommen ist wohl. Beatrix wollte sich ja schon verabschieden von Alexandria, aber Steiner konnte sie noch aufhalten. Also, ach, sehr, sehr schön. Quina wieder am Kochen in der alexandrischen Küche und hat gelernt, dass es am schönsten ist, für Freunde zu kochen. Und es nicht an die Zutaten liegt, sondern an der Zubereitung. Also auch aus wenig kann man viel machen. Vielleicht ist es das, was er mitgenommen hat. Aber ich glaube, Quina ist sowieso ein Charakter, der einfach nur ein bisschen Witz in die ganze Sache bringen soll. Er hat nicht viel zu sagen oder keine krasse Story dahinter. Die Weg des Essens. Ich meine, ich glaube nicht, dass man da so viel reinterpretieren sollte. Ist halt ein Charakter, der es halt gibt. Genauso wie Mahagon. Muss man, glaube ich, nicht zu viel zu sagen. Also ich finde, das sind beides die schwächeren Charaktere von Final Fantasy. Aiko mag ich sehr, sehr gerne. Vivi mag ich am liebsten von all den Charakteren. Zidane hat auch seine Momente in diesem Spiel immer mal wieder. Kommt er mit Ratschlägen um die Ecke, die man ihm gar nicht zugetraut hätte. Ob das in der Pension in Schwarzmagierdorf war oder in Madansari, wo er mit Vivi geredet hatte und doch über die Reling gepisst hat mit ihm. Und hier und da, er hat wirklich über das Spiel hinweg halt immer mal wieder die richtigen Worte gefunden. Da muss man ihm einfach mal Respekt zollen. Auch zum Schluss gegen mit Kuya. Er hat halt sein Herz auf der rechten Seite, auch wenn er oftmals echt ein kleiner Trottel ist und eine schwere Löte, aber vor allem was Frauen angeht. Ja. Aber er hat auch seine Lehren daraus gezogen. Nicht immer dieser Prahlerhans zu sein, sondern halt dementsprechend vielleicht sich dann wirklich mal zu verlieben. Und die Liebe gebührt halt Lily, die auch erwachsen geworden ist. Das sah man ganz so eindeutig, finde ich, in der letzten Sequenz. Die halt wieder ein bisschen reifer geworden ist, auch durch die Reise so viel Erfahrung gesammelt hat, dass sie jetzt wahrscheinlich die beste Königin abgeben wird, die dieses Land je gesehen hat. Denn durch solche eine Weltreise, durch so viel Kulturen, so viel Freunde, so viele verschiedene Charaktere, die sie kennenlernen durfte,
hat sie extrem viel an Erfahrung gesammelt, die sie auf jeden Fall auf ihrem Weg als Königin weitertragen kann und hoffentlich auch an zukünftige Kinder mit Zidane, ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, wir haben zu jedem Charakter jetzt so ein bisschen was gesagt. Es wird ja, wie gesagt, noch ein, zwei Folgen folgen. Nach diesem Ende. Einmal will ich noch den optionalen Gegner gegenübertreten, den ich noch niemals besiegt habe. Ich habe mich da noch nie so wirklich rangetraut, so wirklich effektiv. Ich dachte immer, ich müsste mich zum Tode leveln. Ich glaube, das Maximallevel, was ich jemals erreicht habe, war vielleicht so 80 oder sowas. Vielleicht 75, ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht wahrscheinlich so von 70 bis 80, so die Bandbreite weg. Ich habe aber noch nie das Maximallevel erreicht mit irgendeinem Charakter. Möchte ich auch gerne noch schaffen. Aber das wird sehr, sehr viel Offscreen-Gegrinde sein. Das werde ich halt alles nicht euch zeigen. Ja, das, und ich will euch natürlich auch nochmal kurz das Worldbuilding erklären, denn hier gibt es noch einige Sachen, die jetzt noch nicht beantwortet wurden, die sau interessant sind, und das möchte ich euch auf jeden Fall noch einmal zeigen und dann vielleicht nochmal kurz die Story von Final Fantasy 9 nochmal kurz Revue passieren lassen. Also ich meine nicht nur das, was in-game passiert ist, sondern eher das, was vor dem Spiel passiert ist. Zum ewigen Dunkel werde ich wahrscheinlich da auch nochmal ein bisschen was sagen, wie das entstanden ist. Oder dieser Boss generell, der ist ja sehr kontrovers. Vielleicht sage ich jetzt auch nochmal ein paar Worte dazu. Machen wir das einfach jetzt. Das ewige Dunkel als letzten Gegner. Nachdem man Kuya besiegt hat beim Kristall, hat er, wurden wir weggeportet. Sagen wir es mal so. Nee, gar nicht. Da noch nicht. Was laber ich? Wir wurden nach dem ewigen Dunkel weggeportet. Das war Kuya. Und Kuya hatte aber zum Schluss Ultima eingesetzt und hatte uns dementsprechend und den Kristall vielleicht auch beschädigt. Ich weiß es nicht genau. Was das ewige Dunkel aber wirklich ist, ist halt eine Ausgeburt aus Kuyas Emotionen. Diese unbändige Angst vor dem Tod hat das ewige Dunkel erschaffen lassen. Diese Angst vor dem Tod, die er nicht begreifen konnte. Denn Kuya ist ein Geschöpf, ein Genom, was halt fehlgeschlagen ist von Garland. Deswegen sollte er natürlich auch ersetzt werden. Also aber selbst Zidane sollte wieder ersetzt werden durch Mikoto. Darf man auch nicht vergessen. Ja, und Kuya hat extrem viel Angst davor, vor der Existenz selbst. Und wollte seiner gerecht werden und hatte dann dementsprechend Existenzängste, als sie dann erschaffen wurde. Man musste ihn loswerden und musste auch dementsprechend Herrscher über Terra und Gaia werden, um seiner Existenz einen Sinn zu verleihen. Und als Garland ihn sagte, dass seine Existenz sowieso nichtig ist, weil er wird bald sterben, hatte er nicht nur Existenzängste, sondern halt Todesängste. Und die waren viel, viel extremer, als bei jedem Menschen es sein könnte, da er halt, wie gesagt, eine Fehlfunktion ist. Oder ja, mit einem... Er hatte keine Kindheit, sich zu entwickeln. Das muss man ganz klar sagen. Er wurde einfach in die Welt hinausgeworfen und sollte halt Aufgaben erledigen. So wie die Schwarzmagier und Genomen halt auch. Die haben keine Kindheit und deswegen sollte Zidane eine bekommen. Und Zidane sollte ganz normal aufwachsen. Und so tat er es auch. Er ist in Terra, die ersten Lebensjahre ist in Terra aufgewachsen. Bis Kuya ihn dann verbannt hat. Und dort hat ihn dann dementsprechend irgendwann mal Bark gefunden und aufgenommen. Er war auf der Suche in seiner Heimat, aber Zidane hat sie nicht gefunden, wie auch. Es war auf einem anderen Planeten. Ja, und da werde ich dann dementsprechend nochmal auf ein anderes Video eingehen. Das ist noch ein bisschen komplexer und man erfährt auch ein paar Sequenzen ein bisschen was darüber. Andere Sequenzen darüber wiederum haben mich doch ein bisschen, ja, verwirrt. Aber darauf gehe ich dann in diesem speziellen Video nochmal ein. Aber ja, dadurch, dass Kuya halt so viel Todesangst hatte, konnte das ewige Dunkel entstehen. Ewiges Dunkel wird wahrscheinlich auch nicht gestorben sein, es wird immer wieder präsent sein.
denn das ewige Dunkel herrscht immer, solange der Tod existiert, so sagt er es zumindest selbst. Also solange die Angst vor dem Tod existiert, wird das ewige Dunkel auch existieren, aber nicht so präsent sein, so wie es da war. Also wir konnten dem Ganzen dementsprechend noch Einhalt gebieten, die Angst vorm Tod sozusagen nochmal zurückschlagen, die Kuya erschaffen hat, und Kuya konnte uns wohl irgendwie beobachten, wer weiß. Also die sind ja sowieso alle sehr, sehr verbunden miteinander, durch die Seelen und durch den Kristall. Also konnte Kuya dementsprechend noch seine Magie nutzen und uns zumindest vor dem Tod bewahren und alles noch retten. Da steht natürlich wieder sehr, sehr das Gameplay im Vordergrund und nicht unbedingt Realismus, weil es hätte von mir aus auch so eigentlich ausgehen können, dass wir alle unseren Tod finden an diesem Ort, aber das wäre natürlich ein sehr, sehr bitteres Ende. Und dieses Spiel möchte kein bitteres Ende haben. Es möchte ein sehr, sehr, sehr schönes Ende für alle Charaktere haben. Auch wenn es sich so auch so anhört, auch für Vivi. Denn auch wenn Vivi gestorben ist, hat er, glaube ich, noch sehr, sehr viel aus seinem Leben mitgenommen. Wie ich schon sagte, hat er ja begriffen, was es heißt zu leben. Und er hat richtig gelebt. Ja, ich glaube, ich kann nicht mehr so wirklich viel dazu sagen für dem Spiel. Ich kann noch so viel sagen, wenn ich mir jetzt kurz wieder Gedanken mache. Die Orte, die es in diesem Spiel gibt, von Alexandria über die Dungeons, Verwunschener Wald, Eishöhle, Lindblum, Gizamalukes Grotte, Bomezia, Lera, Obsidianmine, Condea Pater, Schwarzmagierdorf, der Bergweg bis nach Madanzari und Baum Ifas, dann der vergessene Kontinent mit dem Wüstenpalais. Und Olvert, der vergessene Kontinent, Estogasa, der Vulkan Guruk, Ibsen, die Tempel Terra, Branbalu, das Pandemonium und zum Schluss der Ort der Erinnerung. All diese Orte sind so unterschiedlich gewesen und so wichtig, sage ich mal. Also natürlich ein Ort weniger als andere. Estogasa, Daguerro, die kann man hinten anstellen. Aber sie sind trotzdem alle so unterschiedlich. Kein Level ähnelt dem anderen. Und das finde ich so beeindruckend an diesem Level-Design. Wir hatten nicht mal ein Lava-Level dabei. Also man hat Lava gesehen im Wüstenpalais. Und wir hatten einen Vulkan Guruk, aber der inaktiv war. Wir hatten einen Feuertempel, den man aber nicht wirklich besucht hatte. Aber wir hatten nicht mal dieses klassische, ja, wir sind in einem Feuergebiet, wir sind in einem Eisgebiet, wir hatten ein Waldgebiet. Nein, wir hatten nur zwei von den drei Sachen. Und nicht mal das Waldgebiet würde ich unbedingt mit dem verwunschenen Wald so abkämmen. Der verwunschene Wald ist doch schon sehr speziell. Also gegen einen richtigen grünen Wald hätte ich nicht mal was so einzuwenden. Man könnte vielleicht sagen, das Zinngebirge würde so ein bisschen in dieses Schema passen. Aber alle Gebiete sind ja recht klein und überschaubar. Leider durch die PC-Version recht wenig Kämpfe getriggert. Ein Kampf oder einen Gegner haben wir gar nicht gesehen, der essentiell für Final Fantasy ist. Weiß ich nicht, ob ich den vielleicht nächste Folge noch mit einschneiden kann. Den muss ich aber erstmal finden. Und zwar in der Burg Ibsen gab es einen Tomberry. Und der Tomberry ist so ein kleiner grüner Gnom mit einer Kapuze, mit einem Messer und einer Lampe. Und dieser Tomberry ist ein sehr, sehr ikonischer Gegner in Final Fantasy, in der ganzen Series. Der einfach auf einen zuläuft und einen umbringt. Den sind wir nicht einmal im Ibsen begegnet, auch nachdem ich nochmal reingegangen bin. Sind wir nochmal im Kampf begegnet, oder ich habe auch zwischendurch ja auch gefressen im Burg Ibsen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich dachte mir auch so, ja okay, soll ich jetzt einfach nach ihm suchen? Aber ja, mir ist das ja schon bei einem anderen Gegner immer passiert, Vulkan Guruk. Aber das liegt einfach an der Anzahl der Kämpfe, dass die extrem runtergeschraubt ist. Ich muss ja manchmal in Screens wirklich auf- und ablaufen, damit ich noch ein paar Kämpfe trigger. Oder ein Terra, dass wir überhaupt alle Kämpfe sehen.
Weil es so viele verschiedene Gegner-Designs auch gibt. Ich hoffe, wir haben so ziemlich alle gesehen. Also Tomberry ist der Einzige, der zumindest mindestens gerade einfällt, dem wir nicht begegnet sind. Aber zumindest auch diesen Dämonen ganz am Ende im Ort der Erinnerung sind wir nur ein einziges Mal begegnet. Ashur, glaube ich, sind wir auch nur ein einziges Mal begegnet im Ort der Erinnerung. Viele Gegner, die wir halt nur ein einziges Mal gesehen haben, was in Ordnung ist, aber... Ja, ich wette, wir haben auch im Weltmodus ein paar Gegner gar nicht gesehen. Das kann auch ganz gut sein. Ich habe versucht, so viele Gegner das mitzunehmen, wie es ging. Aber ich wollte mich halt auch nicht zu sehr overleveln, dass ich jetzt noch mehr Kämpfe getriggert hätte. Ich habe ja schon zeitweise, bin ich ja schon aus Kämpfen geflüchtet, wenn ich Leute gesucht habe. Aber ich glaube, durch die normalen Gegner... Plus, also wenn es so viele wären, wie auf der PS1-Version, dann hätten wir es auch gar nicht nötig gehabt zu leveln. Beziehungsweise ich hätte es zumindest niemals nötig gehabt, auf dem Screen auf- und abzulaufen. Sagen wir es mal so. Aber ja, unterschiedliche Gegner-Designs, die wir haben, die alle auch anders funktionieren, wenn auch manchmal sehr bedingt. Finde ich aber nicht so schlimm. Ich find's einfach nur sehr, sehr angenehm, wenn es ständig neue Gegner sind und Gegnermodelle, die man sieht. Die müssen nicht für mich immer unterschiedlich stark sein oder unterschiedliche Attacken haben. Wenn es minimal Unterschiede gibt, reicht mir das schon. Aber ja, ich mag es eigentlich sehr, sehr gerne, diese Gegnervielfalt zu haben in einem Spiel. Manche Gegner erzählen noch ein bisschen mehr über die Gegend, manche eher weniger. Viele eher weniger, sagen wir es mal so. Manche Gegner begegnet man halt wirklich nur an verschiedenen Orten. Das trägt nochmal zu Worldbuilding bei. Also, dass man manchen Gegnern nur in Wäldern begegnet und so weiter. Ich müsste eigentlich auch nochmal mit Invincible landen und da nochmal ein bisschen rumlaufen, um da nochmal ein paar Gegner zu triggern, weil ich weiß zum Beispiel, das ist der Morbol, der hat es mittlerweile auf die normale Weltkarte geschafft. Seit der CD4. Aber auch das... dass dieser CD-Abschnitt nicht mehr reingebracht wurde. Ich meine, das habe ich schon mal erwähnt, nachdem, glaube ich, CD3 Ende war. Ich glaube, als wir in Alexandria waren, habe ich das schon mal angesprochen. Aber das ist so schade in der PC-Version, dass das nicht reingebracht wurde. Ich würde ja verstehen, dass es nicht den Screen gibt, lege eine neue CD ein, aber den Screen hätte man trotzdem zeigen können und davor dann einfach ein Overlay möchten sie jetzt speichern. Einfach nur als Kapitelabschluss. Es ist ein bisschen schade, weil die Szenen, die am Ende einer CD passieren und die am Anfang einer CD passieren, haben einen extremen Kontrast von einer wirklich epischen, manchmal auch sehr traurigen Szene, wie es, sag ich mal, der Endkampf von CD1 war. Bumetia, wir kämpfen gegen Beatrix. Wir verlieren den Kampf, der erste Kampf, den wir wirklich verlieren. Und wir kämpfen ja nochmal ein paar Mal gegen Beatrix. Aber dieser Kampf, dieser ikonische Kampf, wir kämpfen gegen Beatrix, wir verlieren in diesem Kriegsgebiet. Es regnet, es ist dunkel, wir konnten nichts ausrichten, wir haben Lili nicht gefunden. Und dann tritt auch noch Kuya das erste Mal auf den Plan. Und wir merken das erste Mal, dass nicht nur Brana eine Bedrohung sein könnte und Beatrix an ihrer Seite, sondern ebenfalls dieser mysteriöse Waffenhändler. Und Kuya trifft das erste Mal auf den Plan, lächelt uns noch an, spricht sogar Sidan an, das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber dass er eine Bedrohung darstellen könnte und dass er uns schon kennt, denn er hat uns schließlich auf Gael verbannt und haut dann ab. Und die nächste Szene, also hier endet die CD1 und die CD2 beginnt mit der Szene am Südentor, wo man nochmal kurz die kurzgeratene und langgeratene Wache zusammen sprechen hört, dass Steiner doch vielleicht doch ein bisschen, nicht skeptisch, mir fällt das Wort leider nicht ein, ich stehe auf dem Schlauch, verdächtig, das ist es, verdächtig war. Und dieser Kontrast zu einer sehr düsteren Szene zu einer sehr heiteren und hellen Szene ist so extrem, dass es für mich
schöner wäre, wenn da noch mal kurz ein Pause-Screen sozusagen zwischen wäre. Nämlich ein Screen, der tonlos ist, keine Musik, einfach nur, du kannst jetzt speichern, möchtest du speichern. Du hast ein Kapitel geschafft, beginnen wir mit dem nächsten. Es ist so, wie als würdest du ein Buch lesen, ein Kapitel beenden und du machst erstmal eine Pause, legst dein Lesezeichen rein, du speicherst an dieser Stelle, legst es zur Seite und beginnst beim nächsten Mal weiter an dieser Stelle. Oder du liest einfach sofort weiter, aber du weißt, hier ist ein Kapitel zu Ende, jetzt beginnt es mit etwas komplett anderem. Es geht nicht an dieser Stelle weiter. Und ich fände das sehr, sehr gut. Man könnte jetzt argumentieren, aber nach Rizamalukes Grotte, das ist doch genauso mit Lili. Aber das ist ein bisschen, ja, charmanter gelöst, finde ich. Vielleicht liegt es auch wirklich nur in der Nostalgie. Möchte ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber ich fände es trotzdem schön, wenn es dort ein Ende gegeben hätte. Am Ende der CD2, als Brane gestorben ist. Und wir dann zurück zu Alexandria kehren. Und Lili sich dann dementsprechend nochmal umdreht. Und dann nochmal dieser Endscreen gab. Da kann ich es noch verstehen, wenn man es da rauslässt. Das ist in Ordnung für mich. Also an dieser Stelle. Da habe ich es doch nochmal erwähnt. Aber weil es mir da trotzdem anscheinend übel ausgestoßen ist. Aber ich kann es an dieser Szene mehr verstehen, dass man dort einen Cut setzt. Weil man dort sich schon in Alexandria befindet. Und der nächste Screen ist einfach wieder Alexandria. Aber trotzdem, auch dort hätte natürlich ein schöner Cut als Kapitelende. Du hast wieder etwas geschafft. Na, Bran ist jetzt erledigt. Aber Kuya ist umso stärker. Also auch dort den Kapitelabschluss zu haben, fände ich wirklich, wirklich gut. Und dann kommt aber wieder die Szene an CD3 am Ende, wo Terra komplett zerstört wird. Wir auf dem auf Gaia wieder auftauchen und den Nebel entdecken. Und nach dieser Szene gibt es den Cut zum Friedhof von dem Schwarzmagierdorf. Halt auch wieder eher ein krasserer Kontrast. Und auch dort hätte ich mir gerne gewünscht, von wegen, hey, wir haben wieder ein Kapitel abgeschlossen. Lege jetzt CD4 ein. Du weißt, in der Schachtel sind nur 4 CDs. Es endet jetzt. Wir sind bald am Ende. Ich meine, das Spiel symbolisiert das auch auf andere Weise, dass wir bald am Ende sind. CD4 ist sehr, sehr kurz. Es ist nur nochmal die Welt, wie man bereisen kann. Nicht mal jeder Ort und dann Memoria noch dazu. Aber es passte nicht mehr auf die CD3. Sonst hätten die wahrscheinlich auch 3 CDs genommen. Das, glaube ich, war bei FF8 auch ähnlich, dass die CD4 wirklich, wirklich nur kurz nur noch das Endlevel hatte. FF7 hingegen hatte nur 3 CDs. Aber das war auch noch nicht so aufwendig wie FF8 und FF9 von der Qualität her. Ja. Aber ja, dieses hätte mir doch schon sehr, sehr gefallen, hätten die das noch reingebracht. Ich laber hier schon wirklich eine halbe Stunde, glaube ich, gerade. Aber das muss halt sein. Das ist für mich der Abschluss von Final Fantasy IX. Es wird wahrscheinlich vorerst das letzte Mal gewesen sein, dass ich das Spiel spiele. Wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre zumindest. Vielleicht werde ich es dann nochmal wieder rausholen. Na, mit Sicherheit. Ich kenne mich. Irgendwann werde ich das Spiel wieder ausgraben und nochmal spielen wollen. Ich würde mir so sehr wünschen, dass dieses Spiel nochmal ein Reboot bekommt. Die fangen ja mit FF7 an. Oder sind angefangen damit, aber da war ich auch noch nicht so ganz, beziehungsweise bin noch nicht so ganz happy damit. Fing sehr, sehr stark an, aber sie verändern das Spiel ja auch. Also es ist kein Reboot für mich. Also, oder Remake von FF7. Dieses FF7 Remake ist für sich was Eigenständiges. Es hat wohl FF7 komplett drin, aber es endet halt anders, beziehungsweise wird wahrscheinlich auch anders fortgeführt. Ich kann es mir nicht anders erklären. Beziehungsweise ja, ist schon hundertprozentig bestätigt. Ich möchte dazu aber nicht zu viel verraten, falls es jemand noch spielen möchte. Es ist aber nicht das FF7 auf der PS1. Das soll man dabei sagen. Aber ja, genug zu FF7. Wir sind hier bei FF9. Die Musik. Zu der vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Die Musik von FF9 ist meiner Meinung nach die beste der Final Fantasy Serie.
aber auch nur, wenn man die Bank weg betrachtet. Also das Komplettwerk von FF9. Da dieses Spiel, finde ich, in jeder Szene wirklich fantastische Musik hat. In manchen Szenen vielleicht nicht optimal gewählt. Wenn ich mich jetzt mal kurz zurück an erinnere, an den Fight gegen Hades vor zwei... Vor zwei Folgen war das, ne? Ist schon wieder zwei Folgen her, ja. Vor zwei Folgen hatten wir noch gegen Hades gekämpft. Da kam die Musik vom Jagdfestival. Im Jagdfestival ist die Musik passend. Sehr, sehr gut. Bei gegen Hades hätte ich mir ein bisschen Badass-Musik gewünscht. Aber vielleicht ist das auch eine persönliche Präferenz. Das Ganze ist ja natürlich eine persönliche Präferenz. Ich schreibe hier niemanden vor, wie er FF9 zu finden hat. Und ich denke auch, jeder denkt von seinem ersten Final Fantasy, dass das das Beste ist. Wenn FF8 mein erstes wäre, fände ich wahrscheinlich FF8 auch am besten. Obwohl ich mir da nicht mehr sicher wäre. FF9 entspricht einfach mehr so meinem Stil. Keine Ahnung. Aber dieses Spiel hat halt in jeder Szene extrem gute Musik. Jeder Dungeon und jede Stadt hat einfach so eine Musik, wo ich jedes Mal denke, wow, ist die schön. Und ich höre mir gerne Musik von FF9 auch unter der Dusche an. Das mache ich mit keinem anderen Teil. Aber es gibt Stücke aus Final Fantasy. Ob es FF10 ist, ob es FF8 oder FF6 oder FF7. Alle Teile haben Musikstücke, die extrem gut sind. Nobuo Uematsu macht die Musik zu diesen Teilen, also zu, ich glaube, von 1 bis 10 hat er die Musik gemacht. Ab 12 macht es jemand anderes. Ich mag auch FF12 Musik teilweise sehr, sehr gerne. Auch FF13 und 15 hat sehr, sehr schöne Stücke. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Aber man merkt, dass die Musik nicht mehr dieselbe ist. Es ist was anderes. Was nicht Schlechtes sein muss, aber es ist halt nicht dieser grandiose Mann, der wirklich so fabelhafte Stücke komponiert hat. Aber Cry of the Planets von FF7 oder die Battle Theme von FF8 ist unglaublich gut. Oder dieses, oh, wie heißt es nochmal, Landing einfach nur von FF8, auch ein fabelhaftes Stück. FF10, ich glaube, da werde ich dann nochmal drauf eingehen, wenn ich das Spiel spiele. Hat auch so viele gute Stücke. Aber wie gesagt, FF9 hat es für mich die meisten guten. Nicht die besten aus der ganzen Final Fantasy Serie, aber halt alle auf einem sehr, sehr hohen Wert. Daher würde ich halt sagen, FF9 hat die beste Musik. Aber ich will da gar keinen Wettstreit eigentlich draus machen. Auch wenn ich sage, FF9 hat die beste Musik, FF9 ist mein Lieblingsspiel. Wenn ich FF6 spiele, wenn ich FF7, 8 oder 10 spiele, jedes Mal denke ich auch bei diesen Spielen, wow, sind die genial und großartig gemacht. Das hört bei mir leider erst dann ab F12 auf. FF12 ist der erste Teil, der für mich nicht mehr so viel Spaß macht. Gameplay-technisch brillant. Einer der besten Kampfsysteme meiner Meinung nach hat FF12. Das Gambit-System von FF12 ist extrem gut. Ich weiß, damit könnt ihr jetzt nichts anfangen, die Karkat Fan Fantasy gekannt haben, aber ich schwelge jetzt ein bisschen in Erinnerung. Aber es gibt doch zum Beispiel zwei Charaktere, die keinen Sinn machen. Die nachträglich hineingefügt worden sind, was man mega merkt, die machen einfach in der ganzen Sache gar keinen Sinn. Einfach nur, und jetzt kommt's, aus dem Grund, dass Leute glaubten, und Idioten, sage ich zu diesen Leuten, dass diese Idioten glaubten, Spieler können sich nicht so gut mit älteren Charakteren identifizieren. Wir müssen unbedingt einen jüngeren Charakter hinzufügen. Oder am besten auch noch zwei, nämlich einen Jungen und ein Mädchen, die ungefähr das Alter des Spielers haben, ungefähr 17 oder sowas, oder jünger. Nee, wahrscheinlich so irgendwie 17 werden die wahrscheinlich schon sein. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass ein kleines Kind oder ein Jugendlicher sich mit einem 33-jährigen Bash zufrieden geben könnte als Hauptcharakter. Ja, ziemlich dumme Idee. Ich mag ältere Charaktere in Final Fantasy immer lieber. Ich habe
selbst als Final Fantasy 12 rauskam, ich weiß gerade gar nicht, war da bestimmt 12 oder so? Nee, ich war älter. Wann kam das wohl raus? Ich glaube 2006, da müsste ich 14 gewesen sein. Fand ich den mit den ältesten Charakter am besten. Balthier fand ich am besten. Als 14-Jähriger. Denn Van und Penelope, die beiden, von denen ich rede, die sind jünger, die noch hineingefügt wurden im Nachhinein so ein bisschen, haben mich überhaupt nicht interessiert. Ich fand die beiden richtig dumm. Aber ja, so ist es. Und ich hätte das auch tatsächlich auch in diesem Teil nicht gebraucht. FF9 brauchte für mich jetzt auch nicht unbedingt so junge Charaktere. Ich finde es extrem interessant, dass die Aiko gewählt haben als 6-jähriges Mädchen, die so erwachsen ist. Ich kann es verstehen, dass sie mit 6 Jahren so erwachsen ist. Man kann es immer schlecht für sich vorstellen. Aber wenn ich zum Beispiel das 6-jährige Mädchen, die Tochter meines Cousins, gesehen habe und denke mir so, okay, oder war die 5 sogar? Und denke mir so, wow, ist die schon erwachsen? Und dann mir vorstellen muss, wie es sein muss in so einer Welt wie Final Fantasy. Von einem Volk von den Espern. Die sind ja nochmal vielleicht auch mal anders vom Wesen her. Und dann auch noch ein Mädchen, was komplett alleine lebt mit Mokri. Sehr, sehr viel Verantwortung mit sich trägt. Und auch sehr, sehr stark ist an sich. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ein 6-jähriges Mädchen gibt, das schon so erwachsen ist. Und sich tatsächlich auch in einen, ja, einen Jungen verlieben kann, wenn es auch dementsprechend nur so oberflächlich vielleicht ist, wie sie dann. Und ich denke auch, dass die Liebe nicht hundertprozentig ernst war. Das war auch eher so ein bisschen so das Ding, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, eher so ein Ding der Einsamkeit und endlich ist jemand da und dann auch noch ein Junge. Wie interessant und so weiter. Aber auch sie hat es ja begriffen. Also sie meint es ja auch alles nicht so wirklich ernst. Das darf man auch, glaube ich, alles da nicht so ernst nehmen mit ihr und dem, was sie, wo sie dann hinterher schmachtet. Ihr ist das schon bewusst, dass es Lily ist und das sagt sie auch oft genug. Aber für mich hat es nicht so einen Charakter gebraucht. Vivi zum Beispiel. Ich habe ihn ja sehr jung, vielleicht immer versucht zu synchronisieren. Einfach weil er das Aussehen eines 8-Jährigen hat. Und auch oftmals so ein bisschen jung geklungen hat, so wie er geredet hat und sehr, sehr schüchtern. Aber er war ja auch nur eine Maschine, die halt sicher erst ein halbes Jahr alt oder sowas war oder vielleicht ein Jahr alt war. Also er war ja noch selber sehr, sehr jung. Und er wurde maximal 2 Jahre, denke ich mal. Also sehr, sehr jung gestorben. Eine sehr, sehr kurze Lebensspanne und extrem weise aus diesem Leben rausgegangen. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die Stimme immer zu ihm gepasst hat. Das ist halt ein bisschen schwierig, wenn es halt keine Vertonung gibt und man den Leuten dann dementsprechend immer eine eigene Stimme geben muss. Ich bin auch hin und wieder mit den Stimmen durcheinander gekommen in Final Fantasy. Ich wusste manchmal nicht mehr, wie ich wen synchronisiert habe. Ich weiß auch, dass Steiner manchmal eine sehr, sehr dunkle Stimme bekommen hat und dann wieder eine trottelige, die ich ihm eigentlich gegeben habe. Die, ja, bei jetzt ihm passt und Mahagon sollte die dunkle Stimme bekommen. Ja, manchmal konnte ich aber nicht mehr. Aber es war auch mein erstes Let's Play, muss man auch dazu sagen. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Ich habe sehr viel dazugelernt. Manche Folgen sind mir nicht so gut gelungen. Manche Folgen war der Ton und meine Stimme sehr, sehr auf einem Niveau. Dadurch konnte man mich manchmal nicht so gut verstehen, finde ich. Zumindest das, was ich so reingehört habe. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß mit diesem Spiel. Und für jeden, der das Spiel sich komplett bei mir angeguckt, Dankeschön dafür. Es ist wirklich eine Ehre. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich konnte das Spiel so gut wie es geht auch rüberbringen. Ich habe vor, einfach nochmal ein paar mehr Let's Plays zu machen. Vielleicht jetzt nicht sofort. Aber hoffentlich in Zukunft. Ich habe da sehr, sehr viel Spaß dran gefunden. Ich habe sogar parallel zu Final Fantasy noch mit einem anderen Spiel angefangen, Horizon. Das müsste wahrscheinlich immer noch parallel zu diesem Projekt hier laufen. Weil dieses Projekt, glaube ich, täglich kam. Und Horizon, glaube ich, werde ich nur alle 2 Tage bringen. Weil ich da nicht die Zeit für habe. Und das sehr, sehr viel aufwendiger ist als ein Final Fantasy, als ein Pixel-Game.
Aber so als erstes Projekt wollte ich unbedingt Final Fantasy haben. Also Final Fantasy 9. Und mal meine ersten Fußstapfen in dieses Ding machen. Ja. Ich glaube, ich möchte jetzt langsam mal zum Ende kommen. Wenn ich so auf die Zeit gucke, die ich schon aufnehme, wird diese Folge wohl die längste werden. Aber das hat wohl das Ende von diesem Spiel auch verdient. Daher, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Durchhalten und ich hoffe, es hat euch dementsprechend sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es verstanden oder ihr habt verstanden, warum mir das Spiel so viel bedeutet. Warum das Spiel vielleicht auch das Beste ist, aber wir werden uns ja nochmal wiedersehen in den zwei weiteren Parts, die es noch geben wird. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen, schönen Tag. Macht ihn euch auf jeden Fall und vielleicht bis zum nächsten Mal, vielleicht bis zur nächsten Folge, wenn ihr wieder einschalten mögt. Ja, macht's gut. Bis dann.